Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal. Und zwar Farmers Dynasty ist am 15. Dezember erschienen, aktuell im Early Access, Version 0.4.8, Stand 15.12. Ist ein Mix aus Landwirtschaftssimulator und ja, Real-Life-Simulation. Wir starten jetzt mal ein neues Spiel und gucken uns das mal an. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schön gemachtes Spiel, sehr viele Details, sehr detailverliebt. Ich werde euch das mal alles vorstellen. Ist so eine Mischung aus Landwirtschaft, Sims und ja, ein bisschen bauen, arbeiten, renovieren, soziale Kontakte knüpfen. Sehr, sehr schönes, sagen wir mal, Landscape, also sehr, sehr schöne Landschaften dort. Und wir starten jetzt mal ein neues Spiel. Sprich mit Oliver. Seit dein Großvater gestorben ist, hat er sich darum gekümmert. Das ist die Karte mit unserem Hof. Wir spielen jetzt erstmal die Einleitung, also das sogenannte Tutorial, und legen mal los. 1. August. Hallo, ich bin dein Nachbar. Ich heiße Oliver. Ich habe mich um diesen Hof gekümmert, seit dein Großvater gestorben ist. Schön, dich kennenzulernen, Oliver. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Das ist also mein Erbe? Ja, dieser schöne Hof und das Land gehören jetzt dir. Willkommen in unserem Kreis. Danke. Ich weiß nicht viel über die Landwirtschaft, aber ich lerne schnell. Ich bin sicher, du passt hier gut rein. Wir sind alle gute Leute und helfen einander. Folge mir bitte. Ich führe dich herum. Ja, da wollen wir dem guten Oliver mal folgen. Der hat sich halt ein bisschen um den Hof gekümmert und müssen wir mal schauen. Ist jetzt hier die Einleitung. Die Stimmen sind noch nicht final, denke ich mal. Manchmal auch ein paar englische Stimmen. Ja, er hat sich gekümmert. Wie du siehst, ist der Hof im schlechten Zustand. Ein paar Reparaturen wurden bereits gemacht. Hier ist dein Haus. Das Dach muss repariert werden. Aber du kannst hier erst einmal schlafen oder auch essen lag. Du musst den Hof selber renovieren. Bald wirst du wissen, wie das geht. Ja, er hat sich echt gut gekümmert. Alles kaputt. Sehr viel Detail. Wir folgen ihm mal. Mal gucken, was er noch so zu erzählen hat. Garage für Fahrzeuge. Sie ist jetzt leer, aber ich bin sicher, dass du sie sehr bald... Dein Großvater hat das obere Stockwerk nicht mehr ausgebaut. Aber wenn du dir die Baumaterialien leistest, kannst du das selber fertigstellen. Ja, man kann Sachen ausbauen, renovieren, reparieren, verbessern und so weiter. Dies ist deine Scheune. Sie ist jetzt leer. Aber hier kann das Heu für die Tiere lagern. Aber erst diese Löcher schließen, sonst wird alles nass. Und das Heu kann faulen. Also die Tiere deines Großvaters wurden alle verkauft. Du musst selber welche kaufen. Hat er überhaupt irgendwas gemacht? Ich weiß nicht. Alles verkauft und alles... Es gab etwas Arbeit, aber er ist noch stabil. Du kannst die Reparaturen und Verbesserungen selber vornehmen. Versuche erst die Löcher zu... Ich sehe, du bist vorbereitet und hast eigenes Werkzeug. Gut. Versuche, diese Tür zu reparieren. Sie ist blockiert und geht nicht auf. Ja, man kann auf jeden Fall jetzt die Tür reparieren. Muss die F2-Taste drücken. Ein bisschen gucken. Und dann hält man einfach linke Maustaste gedrückt. Das sind so die Punkte. Die zeigen an, wie oft man die Taste drücken muss. Und dann wird die repariert. Sich jetzt öffnen lassen. Auf geht's. Voll die Bruchbude. Stelle ein Gerüst auf, um dort hochzuklettern und das Dach zu kontrollieren.
Genau, Gerüst stellt man mit F3 auf und kann die dann dementsprechend über, wenn man F3 ausgewählt hat, auch wieder entfernen. Stellen wir erstmal auf. Und da kann man da hochklettern, um das zu renovieren. Und jetzt gehen wir einfach mal hoch aufs Dach und machen, ja, WASD natürlich, vor und zurück. Jetzt machen wir das Dach mal ein bisschen heile. Gleich im Prinzip F2 drücken. Und dann kann man die Holzdielen dort reparieren. Also ihr seht schon, sehr, sehr abwechslungsreich. Wir machen nicht nur Landwirtschaft, sondern müssen auch Sachen reparieren und so weiter, restaurieren. Wo ihr seid sind? Ah, da. Du kannst das geerntete Getreide im Silo lagern. So kann es später verwendet oder verkauft werden. Vergiss nicht, das Silo zu reparieren, bevor es genutzt wird. Ja. Uns das Gewächshaus anschauen. Hier kann etwas Gemüse angebaut werden, um schnelles Geld zu verdienen. Ah Dafür ja. müssen aber noch diese Löcher geschlossen werden, Löcher. damit die Pflanzen optimal wachsen können. Auch Rost genannt. Ich sehe, dein Großvater hat bereits Material zum Reparieren gekauft. Du kannst es verwenden, um das Gewächshaus so gut wie möglich zu reparieren. Genau, man kann einmal die Sachen reparieren. Das heißt, man kann die entweder abschleifen oder halt verbessern mit Metall oder andere Baustoffe. F2 drücken auch. Dann hält man das gedrückt und dann verbessert man das. Du bist sehr gut darin. Bin sicher, dass du dich hier auf dem Hof gut machst. Ich habe vielleicht sogar selber einen Job für dich. Worum geht's? Warum kommst du nicht mit mir rüber und reparierst meine Scheune? Es geht vor allem um das Dach, aber auch ein paar Wände müssen repariert werden. Ich habe nicht viel Geld, aber ich gebe dir meinen alten Traktor als Bezahlung. Ich bin sicher, du kannst ihn brauchen. Nehmen wir das mal an, würde ich Hört sagen. sich gut an. Ich kümmere mich drum. In Ordnung. Ich gehe jetzt wieder nach Hause. Viel Glück und wir sehen uns. Ja, das ist die Karte. Das ist dann die, der Auftrag. Hilf Oliver. Mit der rechten Maustaste können wir das Ganze dann auch markieren. Und ja, Kirche. Dafür kriegt man immer sogenannte Sozialpunkte, wenn man irgendwelche Sachen macht. Auch, man kann auch mit Fremden reden. Home Sweet Home. Ja, und kann dann jeweils viele, viele Sachen hier durchführen und auch ja, Interaktionen vornehmen. Es gibt eine Stadtbahn und so weiter. Also echt viele, viele Dinge, die man hier erleben kann. Sehr große Karte. Tankstelle, Bahnhof, eine Stadt. Was haben wir noch? Ein Fahrzeughändler, ne, wo man dann neue Fahrzeuge erwerben kann. Aber am Anfang hat man natürlich nicht viel Geld. Wie ihr seht, oben rechts 520 Euro und 0 Sozialpunkte. Da haben wir zum Beispiel einen Agrarmarkt, da können wir unsere Ernten verkaufen, ne, und Felder weiterkaufen, Orte zum Entspannen. Also echt sehr weitläufig. Und ihr müsst mal bedenken, es ist bisher nur die Early Access. Der Publisher ist Toplitz Productions und der Entwickler ist, sind die Omeo Studios. Es ist also eine Real-Life-Simulation. Also nicht standardmäßig wie der Landwirtschaftssimulator, der sich auf Vieh und Landwirtschaft, sagen wir mal, nur beschränkt. Hier hat man auch viel Ausbau und so weiter. Jetzt haben wir 1000 Sozialpunkte erhalten, weil wir die Einleitung abgeschlossen haben. Ja. Ich weiß nicht, was der Oliver hier gemacht hat, aber ja.
viel Arbeit wartet auf uns. Und das will ich natürlich mit euch gemeinsam machen. Gucken uns den Hof mal an. Hier ein schöner Sonnenschirm, ein kaputter Zaun. Irgendwie ist hier alles kaputt. So, das ist mein Haus. Bitte gucken wir uns das mal an. Ja. Sehr schick eingerichtet. Man achte auf die. Was ist denn da? Tapete? Ja. Ah ja. Was haben wir hier? Essensraum oder sowas? Nee, Gästeraum. Ja. Marke Eiche Rustikal, würde ich sagen. Gucken wir uns das Haus jetzt erstmal an. Obwohl das Bad geht eigentlich. Nein. Das ist. Nee. Nee. Ah, wow. Raus hier, raus hier. Ganz schnell raus. Ekelhaft sowas. Gästebett. Man achte auch auf die schicken Vorhänge. Da sind sie. Sehr schick. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal hier renoviert wurde. Aber mein Großvater muss, glaube ich, 200 Jahre alt gewesen sein. Was haben wir da? Schickes Wohnzimmer. Ja, ne? Babybett. Ja, auf jeden Fall sehr schick. Bin mal gespannt, ob es da noch so Einrichtungsgegenstände und so ein Kram gibt. Da geht's so zum Keller. Ja. Zum Keller geht's da runter. Da ist der Ofen. Schön alter Kohleofen. Und da ist die Vorratskammer. Mit Enter kann man die öffnen. Also man muss ja auch was essen. Und schlafen und so weiter. Also wie man es von Sims zum Beispiel kennt. Auf den Pott muss man gehen. Muss man, glaube ich, nicht gehen. Das habe ich bisher noch nicht gesehen, aber man muss was essen, schlafen, damit man wieder zu Kräften kommt. Und je nachdem, was man für Essen hat, steigert man dann, ja, wie sagt man, sein Zustand, so rum. Ne? Und ja, gehen wir mal wieder hoch. Das ist hier die Küche. Ja. Da würde ich allerdings nichts zubereiten. Ja. Treppe hoch geht's auch. Schick. Ah, hier kann man schlafen. Das heißt, hier kann man sich ausruhen. Geradezu noch ein schöner Balkon. Da kann man auch rausgehen. Ja, irgendwie habe ich es immer mit den Türen. Die gehen irgendwie alle nach innen auf. Ja gut, nach innen ist schon klar, aber ja, einen schönen Blick auf unseren kaputten Hof. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr viel zu tun hier in diesem Haus. Ich weiß gar nicht, wo ich als erstes anfangen soll. Also auch die Böden, alles sehr rustikal, würde ich sagen. Schöner Blick auf den verrosteten Spielplatz. Müssen wir auch mal schick machen. Ja, am besten reißen wir alles ab und bauen wieder alles neu. Aber ich glaube, das
Geht leider nicht. Anmalern wäre auch nicht schlecht. Schicker Brunnen. Vogelhaus, Pavillon. Ja, die Scheune. Ja, kann man sich schon hinsetzen? Nee, kann man nicht. Hundehütte. Ja, das ist die Karte. Und 200.000 Sozialpunkte gibt's. Okay. Wenn man das den ganzen Hof erneuert. Ja gut, erneuern weiß ich jetzt nicht. Jetzt haben wir mal markiert hier den Hof von Oliver. Seht ihr dann anhand des Sterns. Und da wetzen wir jetzt mal hin. Hier unser kaputter Silo. Auch die Landschaften hier sehr, sehr schön gestaltet. Und ja, muss man auf jeden Fall mal gucken, wie das Ganze dann aussieht. Es sieht schon sehr, sehr gut aus für den Early Access. Also, ja, ein paar Fehler sind noch drin. Jetzt laufen wir mal rüber. Auch mit den kleinen Häusern hier links und rechts. Eine sehr verschlafene Straße. Weit und breit nichts. Und jetzt laufen wir mal zu Oliver und gucken mal, was der gute Mann macht. Hallo. Ich bin beschäftigt. Ja, toll, beschäftigt. Ich auch, suche Oliver. Wo ist denn der hin, der gute Mann? Auf jeden Fall sieht seine Scheune auch nicht besser aus als meine. Jetzt weiß ich auch, warum das bei mir nicht geklappt hat. Zäunen wir den ganzen Kram erstmal ein. Und machen noch seinen Kram auch noch mit. Als ob wir nicht genug zu tun hätten. Legen wir mal los hier. Das Dach machen. So. Erste Reihe fertig. Und weiter geht's mit den alten Holzstielen. Und klack und klack. Und lapp. Bam. Läuft der wie am Schnürchen? Joa. Töne sind noch ein bisschen zeitversetzt, glaube ich, aber mal gucken. So, haben wir die erste Seite gleich schon fertig. So, fertig, nächste Seite. Verstehe nicht, wie man es so verkommen lassen kann hier. Hab den Oliver jetzt auch gerade gar nicht gesehen. Gucken, wo er sich gleich rumtreibt, weil irgendwie muss ich ihm ja sagen, dass es fertig ist. Oder noch nicht ganz, aber gleich. Zack, noch drei rein und dann haben wir das Dach.
So, letzte Reihe hier. Ups, da habe ich irgendwie Systemton getroffen. Was ist denn jetzt noch kaputt hier? Da kann man zum Beispiel schleifen mit dem Ding hier. Mal gucken, was man hier noch alles reparieren muss. Noch nicht fertig? Scheune reparieren. Müssen wir jetzt noch machen. Wir gleich mal gucken hier. Vielleicht müssen wir den Zaun ja auch noch machen. Ja, ist auf jeden Fall. Wenn ihr rechte Maustaste drückt, seht ihr, was doch alles kaputt ist. Ach, guck mal da. Da müssen wir noch hier, wie heißt das hier? Mauern. Also die Icons ändern sich, wenn ihr dann davor steht. So, ist aber auffällig. Jetzt verputzen wir da auch nochmal. Schweinearbeit, ey. Jo, jetzt sind wir fertig. Jetzt können wir hier wieder abbauen. Und gucken wir mal, was der Oliver dort macht. Beziehungsweise wo der ist. Da ist der Trecker. Den schenkt er mir, ja. So. Wo ist denn der gute Mann? Ach, da vorne ist er. Am See. So, laufen wir mal hin, wa? Kann auch Felder kaufen, aber dafür habe ich noch kein Geld. Das dauert noch ein bisschen. Weiß auch jetzt auch gar nicht, ob es hier so eine Art Kreditsystem gibt. Denke mal eher nicht. Nee, oder? Aha. Der feine Herr angelt also und ich habe seine Scheune repariert und er hat meinen Hof verkommen lassen. Aha. Den wasche ich mal den Kopf, du. Sieht gut und solide aus. Danke. Nun, ich habe nicht viel Geld, aber ich habe dir den alten Jack Bear da drüben versprochen. Er gehört dir. Das sollte reichen, bis du dir einen neuen Traktor leisten kannst. Aber du kannst jetzt zumindest mit der Feldarbeit anfangen. Ja, mein Kapital ist ziemlich gering, aber ich glaube, ich brauche weitere Landmaschinen. Du solltest mit den Menschen reden. Bin sicher, dass viele etwas Arbeit für dich haben. Du brauchst einen Pflug und vielleicht eine Sämaschine. Ich habe bereits eine Ackerfräse auf deinen Hof gesehen. Viel Erfolg bei der Landwirtschaft. Ich werde mich umsehen. Danke. Am liebsten hätte ich den alle gedonkt. Sprechen wir die mal an. Hallo. Guten Tag. Schönes Wetter, nicht wahr? Du bist so wunderschön. Schönes Wetter, nicht wahr? Das ist es. Oha. Das sind dann wohl die Interaktionen mit den Leuten. Nachrichten. Kann ich Ihnen behilflich sein? Nein, im Moment nicht. Danke. Wir sehen uns. So, auf geht's, den Jack Bier holen, also unseren ersten eigenen Traktor. Und ich kann es immer noch nicht fassen. Der ist am Angeln hier in aller Ruhe und lässt sein Haus verkommen und meinen Hof und naja, egal. Auf jeden Fall hat er uns erstmal seinen alten Traktor vermacht. Jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal schneller, als wenn wir zu Fuß sind. Und wo steht denn das Ding? Da hinten irgendwo. Da ist er. John Bier. Steigen wir mal ein. Gucken wir ein bisschen an hier. So. Ja, reparieren kann man den leider nicht. Vielleicht später doch, aber mal gucken. 100% getankt. Truff geht's mit E. So. Volle Pulle zurück. Würde ich sagen.
So, Home Sweet Home. Das ist ja Geschwindigkeitsrausch hier. Aber der geht gut ab, doch. Links, rechts. Aha. So, und Vollgas. Vollgas. Ja. Ich glaube, da bin ich zu Fuß schneller. Man kann auch noch innen schalten. Kann links und rechts gucken. Ist auch übelst verrostet, die Kiste. Aber naja. Was will man machen? So. Das war's auch mit der ersten Folge von Farmers Dynasty. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen da oder einen Kommentar. Ich werde die Folgen so platzieren, dass sie alle 2 Tage kommen. Und euch da auch Neuigkeiten präsentieren. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye, euer Homer.